Diese Torte braucht ein Makeover und ich habe genau das Richtige. Gold macht alles besser. Oh yeah, das ist schon besser. Man kann nie genug Gold im Leben haben. Und einen Spritzer für meine Kette. Und jetzt zur Sahne. Das wird die beste Torte aller Zeiten. Man wird über Generationen hinweg von ihr sprechen. Die wird im Louvre zu sehen sein. Goldene Streusel. Meine Taille wird mir das nie verzeihen, aber das ist mir egal. Jetzt kommt der Clou. Eine saftige Erdbeere. Die kommt genau in die Mitte. Wow, sie ist perfekt. Sie ist süß, saftig und teuer. Hey, was habe ich verpasst? Bekomme ich ein Stück? Nein, die ist nichts für dich. Och, du bist gemein. Es fehlt eine Zutat. Ein schleimiger Popel. Du Monster. Jetzt kriegst du Ärger. Soll ich Angst haben? Dir werde ich's zeigen. Die sieht lecker aus. Hey, was machst du da? Wir sollen die dekorieren. Oh, stimmt, natürlich. Ich kann die Banane essen. Die sieht lecker aus. Man isst zuerst mit den Augen. Was zum... Hast du gerade die Schale nach mir geworfen? Weißt du, wie teuer dieser Hut war? Oh, Zeit für Rache. Hey, mach die Augen zu. Oh, ein knackiger Apfel. Ich will. Schön, dass du das sagst. Jetzt wird getauscht. Hoffe, sie mag Zwiebeln. Beiß ab. Ih, das ist eklig. Haha, reingelegt. Oh, die stinkt übel. Ich bin ein Comedy-Genie. Hey, ich weiß. Ich leg den Apfel auf meine Torte. Ich habe noch mehr Obst. Das kommt auch drauf. Riechst du das Aroma? Ein Genuss für die Sinne. Guck dir die mal an. Wow, bekomme ich die? Nein, die ist nichts für Hutzerstörer. Oh, ich habe eine Idee. Für die brauche ich einen Luftballon. Das ist harte Arbeit. Puh, zum Glück geschafft. Ich stecke den Holzspieß rein. Ha, du Angsthase. Ich mach besser weiter. Ich lege die um den Rand der Torte. Das ist das letzte Stück. Jetzt brauche ich Lebensmittelfarbe. Ich mache die Torte rosa. Darf die Seiten nicht vergessen. Und jetzt meine geheime Zutat. Jede Menge Schokodrops. Die verteile ich auf der Torte. Sieht aus wie eine Wassermelone. Du bist eine Künstlerin. Sieht super aus. Aber meine Torte ist besser. Bist du dir da sicher? Guck sie dir doch an. Wir sind uns einig, stimmt's, Leute? Mit wem redest du? Oh, es ist so warm. Ich schmelze dahin. Ich muss mich abkühlen. Ein Spritzer Wasser sollte helfen. Ah, schon besser. Ich benutze lieber Gadgets. Mein Mini-Ventilator wird mich abkühlen. Oh, der tut's nicht. Hey, komm her. Ah, leckeres Eis. Habe ich mir verdient. Es gibt nichts Besseres. Das ist fantastisch. Ich hätte auch gern ein Eis. Hä? Hast du was gesagt? Oh, schau dich an. Ich kann's fast schmecken. Okay, du kannst es haben. Wirklich? Wow, danke, das ist echt nett von dir. Das ist lecker und erfüllt seinen Zweck, was? Ich denke, wir machen hier weiter. Mein Kompliment an den Koch. Aber die ist noch nicht perfekt. Ich spritze Zuckerguss drauf. Dann glätte ich den. Ein kurzer Dreh genügt. Und noch mehr Zuckerguss. Die soll hübsch aussehen. Ich bin der Da Vinci im Tortendekorieren. Leute kommen von weit her, um meine Arbeit zu sehen. Okay, das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber sie sollten kommen. Muah, was machst du da? Das bringt mich auf eine Idee. Ich knete diesen Zuckerguss. Dann kann ich den ausrollen. Daraus muss eine lange, dünne Wurst werden. Genau so. Jetzt falte ich sie und drehe sie ein. Das ist das Horn des Einhorns. Meine Talente kennen keine Grenzen. Du wirst meine Torte zieren. Wow, das ist wunderschön. Irgendwas stimmt noch nicht. Da fehlt was. Das muss glitzern. Mein Ring erledigt das. Ah, schon besser. Das musst du sehen. Wow, jetzt dekoriere ich. Aber was soll ich machen? Ich könnte die Eiswürfel nehmen. Und der Zuckerguss wird auch helfen. Mit dem bedecke ich die Waffel. Dauert nicht lange. Das macht Spaß. Daran könnte ich mich gewöhnen. Gleich fertig. Jetzt kommen die Streusel drauf. Schau mal, wie bunt. Das sieht magisch aus. Hier kommen Herzchen hin. Die sind süß. Aus Süßigkeiten mache ich ein Gesicht. Hey, guck mal.
Das ist ein Happy Einhorn. Das ist deine Torte? Meine ist viel besser. Ich bin happy mit meiner. Das ist Kunst. Nichts kann die übertreffen. Du bist echt ehrgeizig. Schaut sich an, Leute. Meine Torte ist die beste. Wow, so schön. Darf ich etwas hinzufügen? Sehr schön. Ich denke schon. Hallo zusammen. Einen schönen Kuchen hast du da, Ellie. Ja? Aber ohne das hier ist er nichts. Jetzt kann er auch telefonieren, stimmt's? Niemand respektiert meinen Kuchen. Oh nein, das ist alles deine Schuld, Jared. Es reicht. Ich weiß. Juhu, das hat geklappt. Wow. Jared, du weißt nicht, was du da sagst. Was? Das ist nur deine Schuld. Ach was, komm schon. Ich habe nichts getan. Hä, was ist das für Zeug? Und warum steht bei mir dieser Saft? Entzückend. Runter mit der alten, rauf mit der neuen. Ja, das gefällt mir. Okay, Oma. Warum kümmerst du dich nicht um dein Zeug? Na gut, was habe ich hier? Ist okay, denke ich. Schlagsahne? Nicht schlecht. Was ist das für ein komisch geformter Ball? Mach das hier rein, Dummerchen. Wenn du das sagst. Wow, sehr gut. Was jetzt? Schätze, ich fange an zu mischen. Das macht Spaß. Ich habe als Oma versagt. Und jetzt fehlt hier nur noch das Mehl. Lass es regnen. Oma? Huch, meine Zähne, sie sind weg. Meinst du die hier? Ja. Wie konnte das passieren? Gut, dass ich Ersatz dabei habe. Wow. Hast du das gesehen? Aha. Okay, so gut wie neu, siehst du? Ja, kannst du das glauben? Ich weiß, was sagst du? Wirklich? Machen wir die Sache interessanter. Fertig? Los geht's. Die Zähne sind eine gute Basis. Und ich nehme so viel Schlagsahne, wie es geht. Gut, dass ich eine ganze Dose habe. Fast fertig. Jetzt kommt der blaue Zuckerguss. Ist der nicht schön? Ich wette, das schmeckt auch gut. Bald werden wir es wissen. Und noch zwei Kirschen obendrauf. Das nenne ich leckere Zähne. Kapiert? Also, ja, das ist einzigartig. Wie soll ich da mithalten? Ich kann keinen Kuchen mit Saft backen, es sei denn... Ich denke, ich habe eine Idee. Ja, ich weiß. Ich beginne mit einer flachen Kuchenscheibe. Die überziehe ich mit Schlagsahne. Dann kommt eine weitere Kuchenscheibe drauf. Jetzt zum blauen Zuckerguss. Du hast es erraten, ich bedecke die Oberseite. Dann kommt noch eine Kuchenscheibe drauf. Zeit für Pink. Aber dieses Mal bedecke ich den ganzen Kuchen. Aber das sieht noch nicht gut aus. Deswegen kommt meine Spachtel zum Einsatz. Schau dir mal diese saubere Kurve an. Und jetzt noch ein bisschen blau. Sieht irgendwie aus wie eine Blume, stimmt's? Aber das kriege ich noch besser hin. Ich hab's immer noch drauf. Ich hab gerne ein bisschen Spaß, auch wenn's nur auf der Torte ist. Ist die nicht spektakulär? Schau sie dir an. Und ich hab alles selbst gemacht. Sieht aus wie eine Oase auf der Torte. Ich wünschte, ich könnte da eintauchen. Hä? Unfassbar. Oma macht die besten Torten. Ich liebe sie. Was haben diese beiden Torten gemeinsam? Beide müssen dekoriert werden. Ein Regenbogen? Ich liebe Regenbögen. So viele Farben. Oh, wow. Ich mach das auf. Kein Grund rumzuschreien, Jared. Schau dir das an. Was da wohl drin ist. Oh, wow. Schokolade. Ich habe noch nie rote Schokolade gesehen. Cool, mit der kann ich was anfangen. Zum Beispiel auf den Kuchen legen. Ich werde verschiedene Farben nehmen. So entsteht meine kleine Regenbogentorte. Das ist ganz schön viel Schokolade. Und ich werde jeden Bissen genießen.
Super toll. Siehst du diese Schönheit? Was ist mit meiner? Schauen wir mal. Was ist damit? Ja, damit kann ich's schaffen. Zuerst hübsches Rosa. Sieht das nicht köstlich aus? Das gießt sich butterweich drauf. Was für ein schöner Anblick. Aber warum nur rosa, wenn es auch blau gibt? Aber eigentlich gibt es noch mehr Farben. Jede Farbe des Regenbogens. Ist wie eine Party auf dem Teller, siehst du? Da bin ich mir nicht so sicher. Was? Ist die schlecht? Also, die ist fantastisch. Oh, du hast mich reingelegt. Schau dir diese wunderschönen Torten an. Ich würde beide essen, wenn ich könnte. Schau dir nur dieses lustige Teil an. Und die ganze leckere Schokolade, siehst du? Die ist nichts im Vergleich zu meiner Torte. Meine sieht super professionell aus, findest du nicht auch? Okay, ich geb's zu. Diese Challenge haben wir beide gewonnen. Da stimme ich zu. Also, welche würdest du als erstes verputzen? Ich krieg keinen Bissen mehr runter. Ein Stück ist noch übrig. Das nehme ich. Aber ich wollte es. Ich habe eine Idee. Ups, bin ausgerutscht. Oh, das ist widerlich. Da hast du es. Werd erwachsen. Du hast angefangen. Mädels, ich dulde ein solches Verhalten nicht. Schluss damit. Sollte ich euch Hausarrest geben? Oder? Ich weiß die perfekte Strafe. Wo sind wir? Ist Mama eine Hexe? Auch wenn... Torte! Du darfst zuerst am Rad drehen. Von mir aus. Gewürzgurken? Okay, ich probiere alles. Geht! Mal kosten. Knackig. Ab auf die Torte. Das sieht doch gut aus. Hier auch noch eine. Wir müssen wirklich mal über deine Backkünste reden. Da ist viel Luft nach oben. Ich bin dran. Fruchtgummiaugen. Jackpot. Mal sehen. Verstehst du? Auge sehen. Ich bin so witzig. Ich probiere erst mal. Hilfe! Hilfe! Oh nein! Was mache ich denn jetzt? Einen Notarzt rufen? Mama! Ich ersticke! Ich weiß! Das kann nicht schaden! Wow! Perfekter Schuss! Hast du was verloren? Meine Gürkchentorte ist ruiniert. Gib her, das sieht doch super aus. Einfach klasse. Du bist so schräg. Fertig. Ich drehe. Wie aufregend. Zuckerwatte. Ja, nicht schlecht. Das ist fantastisch. Das wird so toll aussehen. Und die Geschmackskombination. Wow. Ich liebe Zuckerwatte. Lass mir welche übrig. Ich bin dran. Bitte, bitte etwas Süßes. Chilischoten? Oh, oh nein. Vielleicht wird es ja nicht so schlimm. Ich meine, sie sieht ja gar nicht so scharf aus. Naja, eine Challenge ist eine Challenge. Immerhin ist die Farbe hübsch. Ha, ruhig bleiben. Einfach die Zuckerwatte essen. Ich weiß nicht so recht. Eine mehr wird wohl nicht schaden, oder? So. Oh nein, das ist nicht gut. Vielleicht kann ich sie ausblasen. Geh beiseite. Rettung naht. Puh, diese Chilis haben es wirklich in sich. Danke, ich dachte schon, sie wäre ruiniert. Naja, noch mehr ruiniert. Das war knapp. Warum fängst du dieses Mal nicht an? Nein, ich habe Angst. Mach du. Na gut. Es ist nur ein Glücksrad. Bitte nichts Schreckliches. Tintenfisch? Okay. Siehst du das? Hat hier jemand etwas Leckeres bestellt? Guten Appetit. Die sind so schleimig, wie ekelhaft. Vielleicht kann ich so tun, als wären es Süßigkeiten. Nein, keine Chance. Ich leg sie oben drauf. Vielleicht überdecken die Gürkchen den Geschmack. Das ist grässlich. Okay, welche Leckerei bekomme ich? Oh ja, Marshmallows, juhu! So viele! Die probiere ich erstmal. Dieses Spiel macht so viel Spaß. Die kommen unten hin. Das sieht so süß aus. Lalala, sieht keiner.
Nimm die ruhig, solange du deine Tintenfische bei dir behältst. Jetzt ich. Bitte, bitte. Nur zu. Dankeschön. Fisch? Okay, ich bin bereit. Handschuhe habe ich. Maske habe ich. Es kann losgehen. Ich denke, Fisch ist gesund. Aber nichts für eine Torte. Das wird schrecklich schmecken. Das stinkt bis hier. Und es ist widerlich. Fisch Nummer 2. Ich drehe derweil schon mal. Oh, es. Was auch immer das ist. Ja, cool. Probieren wir das Gerät doch gleich mal aus. Krass, das ist ja der Hammer. Pass auf, wohin du zielst. Hey, hör auf damit. Das ging beinahe ins Auge. Vielleicht bin ich nicht der beste Schütze. Was du nicht sagst. Aber es hat funktioniert. Gefällt mir. Sehr künstlerisch. Naja, abgesehen von den Tintenfischen. So was Blödes. Moment, Süßigkeiten für Lau? Vielleicht bist du doch kein so schlechter Schütze. Ich muss halt noch ein bisschen zielen üben. Wenn es noch mehr Süßigkeiten gibt, bin ich dabei. Ich bin dran. Lass los, ich bin dran. Hör auf, du machst es kaputt. Eis, grandios. Ich liebe Eis. Yippie. Ach komm schon, das hätte ich kriegen sollen. Wir können doch teilen. Nix da, hol dir selbst was. Ich will dieses Eis haben. Denk nach. Oh, hallo, darf ich mal? Netter Versuch. Leise, wie ein Ninja. Dein Ernst? Sie scheint Eis wirklich zu lieben. Du bist so geizig. Das nehme ich. Hey, das war meine. Dreh lieber am Rad. Na gut, ich mach ja schon. Oh, scharfe Soße. Na toll. Ich muss doch nicht die ganze Flasche verwenden, oder? Nur ein Tröpfchen, das reicht. Zu viel, zu viel! Meinst du, das wird den Geschmack versauen? Viel Spaß damit. Und das kommt hier in die Mitte. So hübsch. Also, wenn du die Fische und Chilis wegdenkst. Letzte Runde. Los geht's. Lass uns abzählen. Ich darf. Zwiebel. Wer hat diese Zutaten ausgesucht? Oh, was für ein Pech. Vielen Dank auch. Dann schnippel ich mal los. Na toll, jetzt muss ich heulen. Zum Glück bin ich vorbereitet. Viel besser. Ja, Jelly Beans. Euch lege ich einfach auf eine luftige Zuckerwattenwolke. Fertig. Aber wie sehe ich jetzt aus? Na dann ab auf die Torte damit. Jellybean? Du bist so süß. Ich denke, die sind jetzt fertig. Sie sehen widerlich aus. Vielleicht schmeckt es ja. Ich lasse mich überraschen. Los geht's. Schlimmer als befürchtet. Meine ist ganz gut. Mir schmeckt's. Niemals. Was hat er gemacht? Hey, was ist das für ein Geruch? Das schmeckt voll gut. Unglaublich lecker. Was stimmt nicht mit dir? Irgendwie verrückt. Ich verschwinde lieber. Hä? Warte mal. Das riecht nach Torte. Die werde ich genießen. So lecker und leicht. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber das ist mir gerade total egal. Wow, die will ich auch probieren. Deine Tasche mochte ich schon lange. Wow, die sieht großartig aus. Besser geht's nicht. Wow, wo sind wir? Endlich seid ihr da. Wir können anfangen. Ihr seid hier zur Torten-Deko-Challenge. Ich kann's kaum erwarten. Warte, ich will anfangen. Dann mal los. Das ist kalt. Hä?
Schau dir meine Hand an, sie friert ein. Ach, komm schon. Was habe ich denn getan? Bist du okay? Matthew, nein. Was machen wir denn jetzt? Ich muss Matthew retten. Aber wie? Warte, ich weiß. Ich wickle ihn in diese Decke. Die wird dich aufwärmen. Nee, das klappt nicht. Denk nach. Ich hab's. Eine schöne heiße Tasse Tee. Los, trink den. Wie denn? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Warte mal. Was ist unter deinem Teller? Na, du kommst da ja gerade nicht ran. Schokolade. Ich hab eine Idee. Dafür brauche ich diesen Spritzbeutel. Ich steck die Schokolade in die Tüte. Dann spritze ich sie aufs Eis. Schicht für Schicht kommt Schokolade drauf. Ich zeichne einen Baum. Das Eis hilft beim Hartwerden. Okay, jetzt drehe ich ihn. Und mach noch mehr Schokoäste. Das war die Rückseite vom Baum. Genau, ich mache ihn dreidimensional. Das macht richtig Spaß. Okay, das müsste reichen. Jetzt brauche ich meinen Schneebesen. Ich träufle geschmolzenen, eingefärbten Zucker drüber. So einfach macht man Zuckerwatte. Das Grün passt perfekt zum Baum. Sieht aus wie Blätter. Und ich bin fertig. Das sieht fantastisch aus. Oh, stimmt. Du bist ja noch eingefroren. Kannst du was dagegen tun? Was ist los? Oh, das ist leicht zu beheben. Boah, endlich. Danke. Puh, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Hey, hast du das gemacht? Total cool. Aber was mache ich jetzt? Schätze, ich löffle die Schokolade in die Tasse. Sonst gibt's ja nichts zu tun. Das ist nicht besonders beeindruckend. Nein, mach das nicht. Was ist falsch daran? Ich hab was für dich. Hier, bitte. Was soll ich denn damit anfangen? Nimm's, um das Kakaopulver drauf zu streuen. Oh, okay. Ich leg das Sieb auf die Torte und dann streue ich den Kakao drüber. Jetzt hebe ich es vorsichtig hoch. Das hat ein hübsches Muster hinterlassen. Fantastisch. Gut gemacht. Wir sind fertig. Oh, ich bin beeindruckt. Sehr kreativ, Stacy. Mutter Natur wäre stolz auf dich. Und Schokolade als Erde zu verwenden, inspirierend. Und Matthew, ich liebe das Design. Das ist so einzigartig. Einfach, aber wunderschön. Das ist ein schöner Farbkontrast. Die Beurteilung fällt mir schwer. Ihr habt beide gewonnen. Gratulation. Schlag ein, Kumpeline. Autsch, das hat wehgetan. Oh, das sieht nach Regen aus. Was? Wir sind doch drin. Der Regen ruiniert meine Frisur. Keine Panik, ich bin doch vorbereitet. Kommt runter. Schau mal, ein Regenbogen. Ich liebe Regenbögen. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Schau dir das an. Ziemlich cool, was? Damit kann ich meine Torte verzieren. Das kommt genau hierhin. Und jetzt lasse ich es regnen. Dafür nehme ich eine Glasur. Der Trichter schützt die Schokofigur. Ich nehme verschiedenfarbige Glasur für den Regenbogeneffekt. Jetzt warte ich, bis alles trocken ist. Und am Ende habe ich eine Regenbogentorte. Ich bin so zufrieden damit. Was sagst du dazu, Matthew? Wow, die ist echt cool. Wie soll ich da mithalten? Cool, Kekse. Ich liebe Kekse. Autsch. Was war das? Ein Golfball? Wo kommt der denn her? Warte mal. Hey, was sollte das? Ups, war ein Versehen. Schnell weg. Der bringt mich auf eine Idee. Ich nehme den Keks auseinander. Dann kratze ich die Füllung mit einem Messer ab. Das gleiche mache ich mit den anderen Keksen. Und dann zerbrösele ich sie. Ich will keine Krümel haben. Genau so. Dann kann ich das auflöffeln. Jetzt mache ich noch ein Loch in meine Torte. Und da kommen die Kekskrümel rein. Perfekt. Jetzt steche ich Löcher in den Spritzbeutel. Das sind genug. Dann spritze ich grünen Zuckerguss auf die Torte. Erst ums Keksloch und dann bedecke ich den Rest der Torte. Jetzt kommt der Golfball drauf. Das ist ein Hole in One. Die sieht cool aus. Okay, wird Zeit für die Beurteilung. Du musst entscheiden. Schon fertig? Wow, die ist einfach magisch, Stacy. Was für eine wunderbare Idee. Sehr einfallsreich, Matthew. Inspiration bekommt man überall. Wird Zeit für die Bewertung. Ihr beide bekommt einen Punkt. Juhu, das ist cool.
Zeit zum Feiern. Oh, ich bin so müde. Geht's ihr gut? Ein Nickerchen wäre toll. Ja, ist harte Arbeit. Die Idee finde ich auch gut. Das ist nicht bequem. So geht das nicht. Im Ernst? Er ist einfach so eingeschlafen? Das ist ungerecht. Vielleicht, wenn ich meine Augen ganz fest zumache? Nee, das wird nicht klappen. Warte, ich weiß. Ich zähle Schäfchen. 1, 2, 3, 4. Das ist ganz schön langweilig. Kein Wunder, dass man dabei einschläft. Ich glaube, das klappt. Zu früh gefreut. Dann mache ich eben die Torte. Marshmallows. Sehen aus wie weiche Kissen. Die schmecken fantastisch. Da kommt mir eine Idee. Ich lege die Marshmallows an den Rand der Torte. Dann arbeite ich mich zur Mitte vor. Die Lücken fülle ich mit kleinen Marshmallows auf. Jetzt kommt noch Zuckerguss. Mit dem zeichne ich ein Gesicht. Ein Marshmallow fehlt noch. Das ist ein süßes Schaf. Nein, nein. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Wo bin ich? Du musst dich beeilen. Ja, du hast recht. Aber was mache ich? Verschwinde. Ich habe eine Idee. Dafür brauche ich die Gabel und einen Spritzbeutel. Ich mache da ein paar Löcher rein. Und dann kommt blauer Zuckerguss rein. Ich bedecke die Torte mit dem Zuckerguss. Aber eine Stelle bleibt frei für den schwarzen Zuckerguss. Für die Zähne nehme ich Marshmallows. Jetzt noch die Augen, ganz schön gruselig. Aber ich esse sie trotzdem. Wow, die ist toll. Oh, stimmt, die Challenge. Schrecklich, Matthew. Was für ein Kontrast zum hübschen Schäfchen. Zeit für die Bewertung. Du hast bestanden, Matthew. Und du auch, Stacy. Ich bin so happy. Du kannst anfangen. Oh, wow. Schau mal. Das riecht gut. Weiße Schokolade. Lecker. Hey, wer ist dieser süße Typ? Oh, wow. Da bist du ja. Oh, du hast schon einen Verehrer. Sie ist wunderschön. Oh, du bist ja süß. Wow, wird's hier drin heiß? Hey, Matthew, komm wieder zu dir. Oh, genau, was ich brauche. Man sieht sich. Was? Hä? Oh, meine Schokolade ist geschmolzen. Was mache ich denn jetzt damit? Hey, ich denke, ich habe eine tolle Idee. Dafür brauche ich diesen Teller. Mit dem bedecke ich die halbe Torte. Und dann spritze ich die weiße Schokolade drauf. Ich lasse keine Lücke. Jetzt brauche ich dunkle Schokolade. Ich zeichne ein Augenlid und den Mund. Ich mache auch noch Streusel drauf. Das sind die Sterne. Fertig. Wow, schau dir die an, Stacy. Die sieht gut aus. Okay, ich bin dran. Frische, knackige Äpfel. Die riechen so frisch. Ich probiere einen. Ah, der ist so saftig. Hey, nimm einen. Danke. Das sind deine Zutaten. Hört auf, die zu essen. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe eine kugelförmige Torte. Die überziehe ich mit rotem Zuckerguss. Den lege ich um die Torte. Dann schneide ich den Rest ab. Mit einem Messer geht's ganz einfach. Und mit diesem Werkzeug drücke ich ihn an. So bekomme ich eine schöne, saubere Kante hin. Jetzt zum lustigen Teil. Dafür brauche ich essbare Farbe. Mit der wird's schön glitzernd. Dann sieht die Torte realistischer aus. Mit dem Pinsel spritze ich noch Flecken drauf. So bekommt sie den typischen Apfellook. Jetzt brauche ich grünen Zuckerguss. Mit diesem praktischen Ausstecher mache ich Blätter. Ist viel einfacher, als sie von Hand zu formen. Ich hole sie vorsichtig raus. Und damit gebe ich ihm eine natürliche Form. Eben wie ein echtes Blatt. Ist irgendwie total entspannt. Ich denke, das reicht jetzt. Diesen Zuckerguss rolle ich zu einem Strang. Da kommt ein Zahnstocher rein und dann male ich das an. Dafür nehme ich ein dunkles Braun. Und ans Ende kommt ein bisschen Gelb. Das wird der Stiel des Apfels. Ich stecke ihn auf die Torte, dann kommt noch das Blatt dazu und fertig. Ah, Koffein. Den habe ich gebraucht. Die Zeit ist um. Hier sind unsere Torten. Der Apfel sieht lecker aus. Oh, die ist sehr schön, Matthew. Ich bin von beiden sehr beeindruckt. Wird Zeit für die Bewertung. Gut gemacht, Matthew. Genau wie du, Stacy. Wir haben es geschafft.
Mal sehen, was wir jetzt haben. Los geht's. Hä? Trinkhalme? Ein bisschen enttäuschend. Warte mal. Was machst du jetzt? Ich mach das Glas mit Bonbons voll. Jetzt mische ich die. Ich bin etwas verwirrt. Das ist Bonbonwasser. Ich probier's mal. Hm, das ist gut. Ich mach meins auf. Ein Kamm? Das ist ein Scherz, oder? Hey, ich habe eine Idee. Ich kämme die Haare meiner Puppe. Sie hat es bitter nötig. Was machst du da? Na, meinetwegen. Sie sehen hübsch aus, stimmt's? Meine Haare darf ich nicht vergessen. Okay, wer ist jetzt dran? Warte mal. Matthew? Warum schaust du mich so an? Nein, das machst du nicht, Stacy. Doch, ich muss. Nimm den weg von mir, stopp. Och, aber ich habe eine bessere Idee. Ich kann damit ein Muster auf meiner Torte machen. Schau dir diese Wellen an. Unten auch noch. Jetzt kommt noch Zuckerguss dazu. Sieht hübsch aus. Tada! Wow, echt gut. Ich weiß auch, was ich machen kann. Ich gieße Glasur in die Trinkhalme. Ich mache sie bis oben voll. Und ich nehme verschiedene Farben. Jetzt muss die Glasur hart werden. Und dann klebe ich die an meine Torte. Ich wechsle die Farben. Und obendrauf kommen Marshmallows. Ist schön bunt. Gib's zu, du würdest die essen. Natürlich würde ich das. Die gefällt mir. Haben wir gut hinbekommen. Ich verziere meine eigene Torte. Oh, schön. Ausgezeichneter Farbeinsatz. Und so ein verspieltes Topping. Insgesamt eine wunderbare Torte. Kannst kaum erwarten, die zu essen. Und nun zu Stacys Torte. Ich bekomme das Gefühl von mehr. Simpel, aber schön. Ich sollte mir ein paar Tipps von euch holen. Du hast bestanden, Stacy. Und du auch, Matthew. Euer Punktestand steht fest. Matthew hat 5 und Stacy hat auch 5. Ihr habt beide gewonnen. Juhu! Wir sind die Besten. Oh, ich habe viel zu viel gegessen. Das waren echt viele Snacks. Ich will einfach nur schlafen. Warte, was zum... Dieses Kissen ist ein Kuchen. Wie konnte das passieren? Was geht hier vor sich? Oh, das riecht so gut. Schau mal, es sind noch mehr Snacks. Hier, du kannst auch welche haben. Wow, Zeit, den Kuchen zu dekorieren. Damit soll ich meinen Kuchen dekorieren? Ein Haufen Hot Dogs? Sieht echt langweilig aus. Wie unspektakulär. Schatz, ich probiere sie einfach mal. Schmeckt eigentlich echt gut. Oh, der Hotdog war echt lecker. Okay, Zeit, meinen Kuchen zu dekorieren. Ich bringe sie einfach rundherum an. So. Nur noch ein paar wenige. Und fertig. Okay, ich hab's. Nicht umwerfend, aber auch nicht schlecht. Nun, mal schauen, was ich hab. Cool, keine Hotdogs. Stattdessen eine ganze Schüssel Bonbons. M&Ms sind viel besser als Deko. Zeit, dass ich mit meinem Kuchen beginne. Okay, das erste sitzt, nun der Rest. Tada! Ich hätte auch gern Schokolade gehabt. Aber ich habe eine tolle Idee. Ich zerschneide einfach diesen Hotdog hier mit der Schere. Fertig! Das sieht toll aus. Das kommt hier direkt in die Mitte des Kuchens. Hey, das sieht echt gut aus. Zeit, nochmal zu drücken. Okay. Dieses Mal habe ich einen ganzen Teller Peperonis. Was soll ich damit bitte machen? Die sehen echt scharf aus. Schätze, ich gebe sie einfach um meinen Kuchen herum. Wenigstens haben sie eine schöne Farbe. Das Rot sticht echt hervor. Okay, schätze, das funktioniert. Irgendwas muss ich mit dem letzten hier tun. Ich weiß nicht, wohin damit. Nun, ich schätze, ich mache da mal weiter.
Yay! Ich habe eine Schüssel Marshmallows. Das ist schon viel besser als Hot Dogs. Ich schätze, ich lege sie einfach um meinen Kuchen. Sie sind so weich. Ich lieb's. Fertig. Alle passen, bis auf den letzten. Weißt du was? Wir könnten unsere Reste einfach essen. Ernsthaft? Nun, der fällt echt drauf rein. Oh mein Gott, die sind so scharf. Ah, yay, das ist die perfekte Gelegenheit für mich. Hey, ziel dein Feuer auf meinen Marshmallow. Oh yeah, der wird schön durchgebracht. Wow, das war eine scharfe Pepperoni und ganz schön viel Feuer. So weich und lecker. Ich wünschte, ich hätte Marshmallows statt Pepperonis. Zeit, den Knopf erneut zu drücken. Was? Eine Schüssel Brokkoli? Wie unfair. Wie soll das bitte zu meinem Kuchen passen? Endlich. Mein Kuchen hat doch schon Hot Dogs. Schätze, ich lege sie einfach oben drauf. Vielleicht hier und hier noch einen. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und wo soll der hier hin? Ich habe einfach keinen Platz mehr. Was? Los! Okay, los geht's. Schätze, das werden wohl Brokkoli-Streusel auf meinem Kuchen. So, fertig. Schätze, ich bin wieder dran. Schoko-Nuss-Sticks. Ich lieb die. Die sind so lecker. Ich werde direkt erstmal einen vernaschen. Vorzüglich. Nun, zurück zu meinem Kuchen. Ich brauche ein Lineal dafür. Okay, dachte ich mir schon. Und jetzt diese Seite. Okay, jetzt messe ich die Länge der Sticks. Yep, mein Plan funktioniert einwandfrei. Ich lege sie wieder an die Seite meines Kuchens. Aber diesmal in einem coolen Winkel. Cool, das sieht echt klasse aus. Noch zwei über. Das heißt, ich kann zwei mehr verschlingen. Hey, kann ich einen haben? Sicher, hier. So lecker. Zeit für den Knopf. Karamellsoße. Das wird lecker. Warum kommst du nicht aus deinem Glas? Du brauchst ein kleines Hilfsmittel. Probier es hiermit. Oh, cool. Danke dir. Okay, probieren wir das mal. Wow, das Karamell wird wirklich aufgesaugt. Zeit, meinem Kuchen das gewisse Extra zu verleihen. Perfekt. Die Spritze ist großartig. Okay, ich bin wieder dran. Natürlich, natürlich Senf. Ich hasse Senf. Der stinkt total. Aber ich will ja, dass mein Kuchen gut aussieht. So ein kleiner Tropfen reicht. Niemals. Das zählt nicht. Du brauchst mehr. Her damit. Ich zeig dir, wie das geht. Ich drehe ihn einfach und mache eine Senfspirale. Yeah. Schon viel besser. Fertig. Gut, dass ich dir zur Hilfe geeilt bin. Aber jetzt ist da überall Senf drauf. Vielleicht. Sicher. Kaviar. Wunderbar. Kann ich es auch gleich komplett damit bedecken. Und hier noch was. So, jetzt ist er leer. Ich bin dran. Scheint, als habe ich Mais. Schätze, ich mache mich ans Dekorieren. Ich glaube, ich fange mit einem kleinen Haufen hier an. Und bilde dann einen kompletten Kreis. Das reicht. Weiter geht's. Eine Dose Bohnen? Ernsthaft? Okay, mach sie mal auf. Muss ja sehen, womit ich es hier zu tun habe. Die mag ich überhaupt nicht. Ich lieb sie. Gib sie mir. Echt? Nun sicher, wenn du sie haben willst? Danke. Ich esse aber nur eine. Immerhin brauchst du sie zum Dekorieren. Die sind lecker. Ernsthaft? Nee, niemals. Ich schätze, ich gieße sie einfach über den Kuchen. Bis jetzt sah der Kuchen doch noch ganz gut aus. Mir gefällt dein Kuchen jetzt viel besser. Ich bin dran. Ja, Zuckerwatte. Ich liebe es. Ich probiere es mal. Ah, so lecker. Ich lieb's, wie es im Mund schmilzt. Zeit, es auf den Kuchen zu geben. Ein klein wenig hier und da.
wie kleine Wolken. Ja, das gefällt mir echt gut. Okay, was kommt nun? Ja, wieder was Leckeres. Schokoeier. Das ist perfekt. Eines lege ich direkt oben drauf. Oder warte, ich werde es klein machen. Und streue es hier drauf. Ja, genau was ich wollte. Und jetzt das zweite Ei. Ich halbiere es. Ich lege die Hälften hier hin. Okay, nun bin ich wieder dran. Du hast Schokoeier und ich habe echte Eier. Schätze, ich kopiere dich einfach. Zerdrücken! Hä? Funktioniert nicht. Okay, ich habe eine bessere Idee. Ich drücke es einfach hier in die Mitte der Bohnen und mache eine Aussparung. Und jetzt breche ich es. So ein kleines Nest für mein Ei. Das sieht irgendwie hübsch aus. Lass uns das hier gemeinsam machen. Das gibt's nicht. Scheint, als gäbe es keine Deko mehr. Wir haben alles verwendet. Ehrlich gesagt, haben wir das echt gut hinbekommen. Ja, ich muss schon zugeben, die sehen überraschend gut aus. Die Eier sind irgendwie am besten. Okay, bereit für den nächsten Schritt? Schätze, es ist Zeit für den ultimativen Geschmackstest. Ich nehme einfach einen Löffel aus der Mitte. Oh nein, das sieht schrecklich aus. Es gibt kein Zurück mehr. Hä? Das gibt's nicht. So lecker. Ich glaube, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Nun, Schatz, ich probiere meinen dann mal. Ich löffle auch direkt aus der Mitte. Ich freue mich irgendwie darauf, das zu probieren. Ein paar echt seltsame Dinge, aber auch einige leckere Sachen dabei. Okay, los geht's. Es ist gut. Nein, schmeckt schrecklich. Ekelhaft. Okay, ich soll wohl eine Torte dekorieren. Hier ist schwarzer Zuckerguss, der ist wichtig. Wird Zeit anzufangen. Das sollte nicht allzu schwer werden. Ich mache einfach immer wieder dieselben Bewegungen um den Kuchen herum. Jetzt, wo ich den Kreis fertig habe, mache ich eine Linie. Genau durch die Mitte und dann noch eine quer rüber. Jetzt mache ich noch diagonale Linien. Das ist erstaunlich einfach. Danach mache ich kleine Kreise von der Mitte ausgehend. Mit denen wird das wie ein Spinnennetz aussehen. Es ist fertig. Jetzt mache ich den Rand. Das ist auch ganz einfach. Ich muss nur kleine Wirbel machen. Einmal um den Rand der Torte herum. Ich habe keinen schwarzen Zuckerguss mehr. Dann wird es jetzt Zeit für die schwarzen Kekse. Ich zerbrösele sie und streue sie auf die Torte. Ich achte aber darauf, dass das gut aussieht. Die Torte ist aber noch nicht dunkel genug. Deshalb nehme ich noch essbare schwarze Sprühfarbe. Oh, da kommt Enid. Diese Torte ist anders. So dunkel und düster. Aber ich kann es beheben. Mit bunten Marshmallows. Ich lege sie einfach hier oben auf die Torte. So süß. Aber die braucht noch mehr. Zum Beispiel bunte Bonbons. Regenbogenstreusel. Ja, jetzt sieht wenigstens die Hälfte der Torte fröhlich aus. Eine Torte ist eine gute Torte, wenn sie in fröhlichen Farben daherkommt. Enid, du hast meine Torte ruiniert. Hey, ich glaube, du meinst, ich habe sie verbessert. Hört auf damit. Hier wird nicht um Tortendeko gestritten. Du und du, euch erwartet eine große Challenge. Uff. Oh, wow. Sie hat uns in eine Challenge gesteckt. Das habe ich in der Tat. Es ist die Tortendeko-Challenge. Hallo zusammen. Wie findet ihr mein Kleid? Es hat Rüschen. Oh, ist nett, glaube ich. Nett? Mehr habt ihr dazu nicht zu sagen? Na gut, dann fangen wir mit der Challenge an. Die Kleider-Challenge. Marshmallows. Das ist jetzt schon toll. Diese flauschigen weißen Dinger sind abscheulich. Ich muss was tun, um meine Laune zu retten. Ich habe dieses schwarze Fondant, das sich wie Ton formen lässt. Ich forme daraus zuerst einen Körper. Sobald ich die Grundform habe, werde ich detaillierter. Dieser Stab hilft mir dabei. Jetzt eine andere Farbe. Ich habe das in die richtige Form gerollt. Mit meinem Messer schneide ich ein Stück ab. Ich brauche nicht so viel. So, das müsste reichen, ich forme jetzt wieder. Und so muss das am Ende aussehen. Das kommt jetzt oben auf den schwarzen Körper. Jetzt nehme ich dünn ausgerollten Fondant als Stoff. Und auch auf der anderen Seite. Ist wie eine Jacke machen. Ich mache Knöpfe ran und gebe dir meine Stoffstruktur. Das entwickelt sich gut. Jetzt noch weißen Fondant. Ich rolle ihn aus, um ihn größer und dünner zu machen. Mit dem Messer fange ich jetzt an zu schneiden. Dieses Material ist zwar leicht zu bearbeiten, aber man muss es festhalten.
So, jetzt habe ich einen weißen Kragen für mein Outfit. Zurück zum fleischfarbenen Fondant. Ich muss ihn in Form rollen. Noch ein Zylinder. Dann brauche ich nochmal mein kleines Messer. Ich mache Arme und Hände mit Fingern. Jetzt ziehe ich den Armärmel an. Und noch einen weißen Streifen für den Hemdärmel. Jetzt kommen die Arme an den Rumpf, wo sie auch hingehören. Ich werde die Arme verschränken. Das sieht besser aus. Ich gebe zu, den Kopf habe ich nicht selbst gemacht. Den habe ich von einer Puppe. Komm mit, Puppe. Wird Zeit, dich auf die Torte zu setzen. Fertig. Jetzt zu diesen schrecklichen Marshmallows. Wenigstens kann ich sie aufspießen. Das macht mir Spaß. Jetzt kommt nur noch hier ein Marshmallow hin. Ich habe das Gefühl, da fehlt noch was. Natürlich, ich habe ja noch meine schwarze essbare Sprühfarbe. Oh, ist mühsam, dieses Kleid anzuziehen. Die Ärmel machen es nicht leichter. Lalalala, was mache ich nur? Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich lasse mich einfach vom Raum um mich herum inspirieren. Oh, der Tüll hängt an meinen Fingernägeln. Oh, das ist voll nervig. Okay, leg die Arbeit jetzt nieder. Was zum... Wie sind die denn da hingekommen? Die Zeit ist um. Zeigt, was ihr geschaffen habt. Naja, ist nicht so düster, wie ich wollte, aber das ist meine Kleidertorte. Wie du siehst, habe ich die Marshmallows verwendet. Was mache ich hier? Ich kann doch keine Brille zu diesem Kleid tragen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Stimmt, ich brauche ja die Brille, um was zu sehen. Oh, wie schön. Sie sieht hinreißend süß aus. Sie ist nicht süß. Sie ist die leibhafte Dunkelheit. Oh, naja, ich habe heißen Kakao. Nein, sorry, das reicht nicht. Wednesday hat gewonnen. Das war doch klar und so offensichtlich. Ausgezeichnete Arbeit mit deiner Kleidertorte. Das macht mich glücklich. Wow. Oh ja, zieht euch das rein. Moment mal, was ist das? Eine Maus? Das ist eine grauenhafte Unterhaltung. Kommen wir jetzt zur nächsten Challenge. Du sollst verschwinden, du dreckiges Nagetier. Puh, so, alles klar, zurück zur Challenge. Was sagt ihr zum Thema Maus? Thema Maus? Wirklich? Wie soll ich das denn machen? Hier sind eure Zutaten. Ich glaube, ich habe eine Idee. Weg mit dir, du wertloser Cheddar. Ich habe was Besseres. Der eindringliche Geruch von Blauschimmelkäse. Na gut, dann spielst du mit deinem stinkenden Käse. Ich mache mich an die Arbeit. Okay, ich habe hier einen käsefarbigen Fondant. Dann fange ich mal an. Ich muss den noch durchkneten, damit er schön weich wird. Dann rolle ich ihn mit einem Nudelholz aus. Ich will, dass der Käse, Fondant für den nächsten Schritt ganz dünn ist. Mit der Spritzspitze steche ich einen Kreis aus dem Fondant aus. Das wird das perfekte Loch. Muss nur noch das Stück da rausholen. So, weiter geht's. Mit unterschiedlichen großen Spitzen steche ich verschieden große Löcher aus. Jetzt lege ich die Kreise auf den Käse. Oh, sehr schön. Und ich mache noch Zuckerguss drauf. Ich mache aber nur eine dünne Linie auf den Rand. Und entlang der Kante der Kreise. Alle Kreise. Um die großen und die kleinen. Yes! Oh cool, der sieht aus wie ein Cartoon-Käse. Ich bin aber noch nicht fertig. Ich muss noch mehr drauf spritzen. Ich nehme ein helleres Gelb und mache ein paar Punkte drauf. Jetzt kommen hier noch ein paar Linien hin. Die sollen schön gerade werden, also mache ich das langsam. Das sieht gut aus. Jetzt hat er Tiefe bekommen. Juhu! Der ist toll geworden. Oh, und da ist Wednesday mit ihrem schwarzen Grauen. Wow, ich bin überrascht, dass ich schon fertig bin. Aber nur, weil du das Nudelholz in Beschlag genommen hast. Der schwarze Fondant kommt um meinen Blauschimmelkäse. Und ich bin fertig. Schwarzer Käse für dich und dein Ungeziefer. Oh, ich soll mal kosten? Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Ich nehme ihn dir mal ab. Das ist eine raffiniert aussehende Torte. Ich werde reinbeißen. Ja, das wirst du. Oh, oh mein. Oh nein, das ist schimmliger Käse. Mit mir spielt man keine Streiche. Du, Wednesday, verschwindest von hier. Tschüss, Wednesday. Bis bald, vielleicht. Das war ganz schön gruselig. Oh, wer bist du denn? Wednesday. Oh, verstehe. Okay, da wir nun, Wednesday zurückhaben, können wir weitermachen. Ist das alles, was sie macht? Umrühren? Was riecht hier so? Oh nein, es brennt an. Nein, 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 stopp, nicht anbrennen. Was soll ich nur tun? Hier wird's ein bisschen neblig. Oh mein Gott, das stresst mich total. Poppet, das wird meine Nerven beruhigen. Hey, warte mal. Dieses Poppet ist eine tolle Challenge. Für euch. Das kriegen wir hin, Chefin.
Hier, das sind eure Basistorten. Was kann ich zum Thema Poppet nehmen? Dieser Arm bringt mich nicht weiter. Ich habe hier noch diesen Schädel. Ja, diese Augen sind genau, was ich brauche. Unfassbar, dass du Augen auf deine Torte kleben willst. Das ist super eklig, selbst für dich. Ich mach was, das viel mehr Spaß macht. Und dafür brauche ich nur weiße Schokolade und Sahne. Ich habe daraus eine Mischung gemacht und die fülle ich in diese Silikonform. Das werden Halbkugeln. Ich brauche also nicht viel, um sie zu füllen. Jetzt zum nächsten Schritt. Lebensmittelfarbe. Ich gebe ein paar Tropfen in verschiedenen Farben drauf. Und dann rühre ich das mit einem Zahnstocher um. Das muss nicht perfekt gemischt sein. Mein Poppet bekommt verwirbelte Farben. Mir gefällt, wie leuchtend die Farben sind. Wenn ich damit fertig bin, kommt das in die Gefriertruhe. Und schon fertig. Bereit für ihren Einsatz. Ich muss sie nur noch in Reihen auf meine Torte legen. Sieht aus wie ein Regenbogenpoppet, aber das kann man essen. Jetzt brennt es. Oh, warum geht das nicht aus? Hervorragend. Mehr Poppets, die werden helfen. Oder gehe ich einfach mal kurz an die Luft. Nur noch ein paar Augäpfel und die Torte ist fertig. Ausgezeichnet, genau wie ich es wollte. Wow, hier sieht's aber aus, als ob jemand ein Feuer gelegt hat oder so. Na gut, zeigt mal eure Torten. Hier ist sie. Meine ist bunt und hat viele Poppets zum Drücken. Im übertragenen Sinne meine ich. Sehr schön, Init. Was? Sie mag diese bunten Punkte? Ich werde dir zeigen, was ich davon halte. Meine Torte kann in deine Seele schauen. Wednesday, du gehst schon wieder zu weit. Wisst ihr was? Ihr habt beide gute Arbeit geleistet. Juhu, wir haben beide gewonnen. Der einzige Gewinner hier ist der Totenkopf, der keine Augen mehr hat, um deine Torte zu sehen. Okay, wenn du es sagst. Steht mir blau? Kann ich die anziehen? Wow, wo kommen mal die Farben her? Zu viele Farben. Ich hasse das. Das ist widerwärtig. Entschuldige bitte. Aber das bringt mich auf eine Idee. Nein, mir wird schlecht. Oh, sie ist weg, aber ich habe kein Problem mit Regenbögen. Ist sie wirklich gegangen, weil ihr von Regenbögen schlecht wird? Schwester, ich habe einen Regenbogen gesehen und ich soll auch einen machen. Ich fange mit dem schönen bunten Fondant an. Ich mische ihn, bis ich die gewünschte Farbe habe. Ich habe es auch gleich geschafft. Ist das nicht cool, wie dehnbar Fondant ist? Es macht richtig Spaß, mit dem zu arbeiten. Gefällt mir. Okay, hier habe ich meine Farben. Ich muss sie nur noch in Form bringen. Ich will nicht nur bunte Kugeln, ich brauche lange, dünne Linien. Es soll ja schließlich ein Regenbogen werden. Ich schiebe sie einfach zusammen. Und dann kann ich das zu einem Regenbogen formen. Oh, wie süß der schon aussieht. Mit dem Messer schneide ich die überflüssigen Enden ab. Jetzt brauche ich meine Torte. Und los geht's, die ist schön groß, perfekt für meine Regenbogentorte. Wow, was für eine große, wunderbare Torte. Okay, hier ist mein Regenbogen. Hat zwar nicht die typischen Regenbogenfarben, aber genauso mag ich ihn. Ich lege ihn oben auf die Torte. Jetzt brauche ich Fondant in verschiedenen Weißtönen, weil ich jetzt Wolken mache. Das geht ganz einfach. Ich bringe sie mit meinen Fingern in die gewünschte Form. Oh mein Gott, die sind ja süß geworden. Jetzt muss ich sie nur noch an der richtigen Stelle platzieren. Zurück zum weißen Fondant. Ich rolle ihn aus. Der muss schön flach werden, weil ich Form ausschneiden will. Ich nehme dafür mein Messer und mach's ganz langsam. So werden die Kurven schön gleichmäßig. Ja, ich habe die Silhouette eines Einhorns gemacht. Jetzt noch hübsch machen. Ein paar kleine Details hier und da bringen es schon. Und dank der Umrandung kommt sein Kopf gut zur Geltung. Jedes Einhorn will doch auffallen. Nur noch ein bisschen und dann zum nächsten Schritt. Ich darf den Rest seines Kiefers nicht vergessen. Und sein Auge mit schönen langen Wimpern. Jetzt komme ich endlich zu meinem Lieblingspart. Die Einhornmähne. Die ist schön bunt. Aber das Wichtigste fehlt noch. Sein Horn. Mehr Fondant. Ich bin nämlich noch nicht fertig. Das müsste dünn genug sein. Jetzt nehme ich diesen Keksausstecher. Ich habe eine Menge Sterne gemacht, die ich jetzt befreie. Gut, aber die müssen hübscher werden. Mit Glitzer. Essbarer Glitzer ist richtig lustig. Ich nehme goldenen. Der passt farblich gut zum Fondant. Die kommen jetzt außen an die Torte. Ich mache hier unten auch einen hin, um das Design auszugleichen. Schau nur, wie die Sterne funkeln. Ich liebe sie. Und natürlich auch das Einhorn und den Regenbogen. Die flauschigen Wölkchen gehören auch dazu. Okay, ich denke, meine Torte ist jetzt fertig. Oh, Init, das ist eine ganz wunderbare Torte. Wednesday, hör zu, ich habe eine Lösung für dein Problem. Mit dieser Brille musst du keine Farben sehen. Ich werde keine Farben sehen. Lass mich mal probieren. Das passt, ich fühle mich schon viel gelassener. Danke für deine Hilfe, Schwester.
Viel Glück mit dem Regenbogen. Oh, du bist wieder da. Und du hast deine Sonnenbrille auf. Da geht irgendwas Seltsames vor sich, aber ich lasse das mal durchgehen. Ich muss jetzt eine Gewinnerin bestimmen. Mal sehen, ich wähle Wednesday. Haha, war nur ein Scherz. Sie hat ja nicht mal eine Torte gemacht. Die wahre Gewinnerin ist natürlich Enid. Yay, Einhörner und Regenbögen für den Sieg. Okay, was macht ihr für eure letzte Torten-Challenge? Oh, ich weiß. Wie wär's mit euch selbst? Wir? Wirklich? Das ist eure Challenge. Macht gemeinsam die letzte Torte. Oh, das hört sich nicht gerade einfach an. Ich habe mein Equipment. Ich kann loslegen. Du hast recht. Kein Grund zum Jammern. Fangen wir an. Mit Buntstiften macht die Arbeit immer so viel Spaß. Ich benutze keine Buntstifte. Mir reicht mein Bleistift. So machst du das, Wednesday. Ich male einen Muffin. Hm, sie arbeiten beide ganz unterschiedlich. Mal sehen, wo das hinführt. Okay, mein Entwurf, mit dem ich arbeiten werde, ist fertig. Meiner auch, aber meiner ist bunter. Schätze, das überrascht jetzt keinen. Ich fange mit dieser Tafel Schokolade an. Wow, die sieht lecker aus. Aber ich fange mit Schlagsahne an. Ich brauche eine Pfanne und Hitze. Ich erhitze die Pfanne und schmelze darin die Schokochips. Das müsste für meine Idee reichen. Ich muss umrühren, damit die Schokolade nicht anbrennt. Das reicht jetzt schon. Wenn sie geschmolzen ist, kann ich sie runternehmen. Dann gieße ich sie in die Schüssel. Eigentlich ist das eine große Form. Ich verteile die Schokolade über den Rand und lasse sie fest werden. Jetzt mache ich die Form von der Schokolade ab. Das muss ich vorsichtig machen. Nichts soll kaputt gehen. So, die Form ist ab. Ich habe eine Schokoladenschale gemacht. Hier hast du ihn nicht. Jetzt kannst du dich an die Arbeit machen. Danke, beste Freundin. Ich werde sie mit leckeren Sachen voll machen. Natürlich mit meinen Lieblings-Regenbogen-Marshmallows. Und jetzt kommt die Schlagsahne. Ich sprühe sie einfach auf die Marshmallows drauf und ich koste ein bisschen. Als nächstes Schokobonbons mit Erdnüssen. Die kommen direkt auf die Schlagsahne. So viele Farben. Die machen das so schön bunt. Okay, das müsste reichen. Wednesday, du bist wieder dran. Ich habe in der Zwischenzeit die andere Hälfte der Kugel gemacht. Wahnsinn, du hast das alles eingeschlossen. Hm, sie scheinen doch gut zusammenzuarbeiten. Wednesday, was hast du mit dem Feuerzeug vor? Dieser Draht muss erhitzt werden, damit er durch die Schokoladenhülle kommt. Und jetzt kann ich die Wunderkerze anzünden. Das wird jeden Moment explodieren. Das sieht gut aus. Ich mag es explosiv. Yay, guck mal, wie das glitzert. Wie ein Lichterfest. Warte, wird das gleich explodieren? Nein! Boom! Oh, nicht schon wieder! Oh, puh, nichts passiert. Das war lustig, schätze ich. Enid, hier hast du deine Gabel. Danke, Wednesday. Dann lass uns reinhauen. Ha, das macht Spaß, die Schokoladenschale zu zertrümmern. Endlich kann ich was von meiner Schokoladenkugel probieren. Ich will auch. Mh, die ist schön weich und süß. Und jetzt wird's Zeit für Schlagsahne, Bonbons und Marshmallows. Ihr habt gezeigt, dass ihr zusammenarbeiten könnt. Das heißt, ihr habt beide gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Oh, stimmt ja. Nicht umarmen, habe ich vergessen. Wir haben unsere Kuchen. Wow, Streusel. Es regnet Streusel. Oh nein, jetzt regnet es auch noch Karamell. Es hat mich voll erwischt. Ich bin klatschnass. Nein, Kakaopulver und dann auch noch so viel. Warum passiert uns das? Wir sind voll eingesaut. Wir sind in der Kuchendeko-Challenge. Komm, wir ziehen mal an dem Seil. Oh, da kommt Schokolade. Nein, das gefällt mir überhaupt nicht. Ein Hoch auf den Schokosirup. Mein Kuchen ist schon ruiniert. Meiner ist in Schokosirup getaucht. Yay, das Seil ist wieder da. Ziehen wir nochmal dran. Was? Was ist das denn, Algenblätter? Und ich glaube, ich bekomme Streusel für meinen Kuchen. Stopp, ich will keine Algenblätter mehr. Das Seil schon wieder. Okay, bereit. Etwas Matschiges. Wie kleine Meteoriten. Oh, und das ist eine Art Krümel? Gummiaugäpfel? Ich mag diese Augäpfel. Ich stecke sie auf die Spieße.
drei auf einen sollten reichen. Und das mache ich nun auch mit dem Rest der Augäpfel. Ahem, hier ist Ihr nächster Dekoartikel. Danke, ich werde sie einfach mal so auf meinen Kuchen legen. Nur noch ein paar mehr hier und da. Und der letzte. Das sind eine Menge glitzernde Marshmallows. Mein Kuchen gefällt mir richtig gut. Vielleicht bekomme ich auch ein paar lustige Marshmallows. Oh, okay. Vielen Dank, Mr. Skelett. Toll, ich habe Ramen. Genau das, was ich auf meinem Kuchen haben will. Geschmacksrichtung scharfes Huhn. Lecker. Naja, dann fange ich wohl besser mal an. Ich lege die Ramen-Nudeln einfach so oben drauf. Ich bin wirklich nicht neidisch auf dich. Eigentlich macht es aber sogar auch Spaß. Okay, diesmal haben wir einen Knopf. Ich fange an. Oh, eine Banane. Das ist besser als das andere Zeug. Oh mein Gott, da passiert irgendwas. Das ist so schön. Okay, du bist dran. Los geht's. Oh, sieht aus, als hätte ich Zuckerwatte bekommen. Ich mach das auf und hol sie mal raus. Ich werde einfach etwas davon hier verteilen. Das sieht gut aus. Und ich genehmige mir eine kleine Kostprobe. Das sieht wirklich ziemlich gut aus. Oh je. Schau mich an, ich bin wild. Wow, das bist du wirklich. Ich bin jetzt eine verrückte Wissenschaftlerin. Ich steck mal ein paar hiervon rein. Das riecht gut. Ich gebe das auch noch dazu. Vielleicht auch noch etwas von der rot gefärbten Flüssigkeit. Und noch ein bisschen mehr. Wird Zeit, die unheimliche Flasche zu öffnen. Hey, du hast meine Banane rot gemacht. Lass mich mal kurz dran schnuppern und probieren. Oh, ich bin wieder normal. Ach, das ist auf jeden Fall besser. Ach ja, meine Banane, die jetzt rot ist. Vielleicht ist sie auch noch in Ordnung. Sie riecht aber komisch. Ich tue sie einfach auf den Kuchen drauf. Naja, aber wenigstens ist die Farbe hübsch, oder? Das Seil ist zurück. Diesmal ziehe ich dran. Ha, ein Handy. Was soll ich damit machen? Das ist definitiv kein Essen oder was Süßes. Ja, es ist echt. Ich lege das hier drauf. Nein, das geht nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Mal sehen, was ich bekomme. Eine Tüte Gummibärchen. Aber die sind wie Mäuse geformt. Mal eine probieren. Mal gucken, wie sie schmeckt. Hm, gar nicht mal so schlecht. Moment, was zum Teufel ist das da drüben? Ah, eine Maus! Da drüben ist eine Maus! Was? Ah, was sollen wir tun? Oh, ich weiß. Beeil dich! Hey, was geht? Was sagst du, eine Maus? Wir brauchen dich, du musst uns retten. Ich kann definitiv auch stark sein, aber wir sehen uns erst später. Was zum Teufel, hat er uns gerade im Stich gelassen? Okay, ich bin tapfer und ich rette uns jetzt. Es geht los. Wow! Ich glaube, ich hab sie. Ich schau mal nach. Hä? Das ist merkwürdig. Sie wurde zu einer Gummimaus. Wirklich? Die Maus ist weg? Davor hatten wir Angst. Vielleicht haben wir nur überreagiert. Keine Ahnung. Warte, darf ich zuerst bitte? Und los geht's. Sieht aus wie eine Dose. Oh nein, das ist Tintenfisch in einer Dose. Ich mach mal auf und guck, wie schlimm es ist. Ihh, das riecht total verfault. Ja, aber es muss auf meinen Kuchen, so lautet die Regel. Okay, dann bin ich wohl an der Reihe, den Knopf zu drücken. Ich habe pinkes Kaugummipulver. Ich mach das auf und streue es auf meinen Kuchen. Jetzt kommt das Pulver. Ich kann den Erdbeergeschmack schon riechen. Und weißt du was? Ich schütte mir etwas in den Mund davon. Wow, guck mal, ich bin pink geworden. Du siehst echt hübsch aus. Hey, wo willst du hin? Ich habe eine Idee, die auch meine Wäsche betrifft. Okay, hier sind meine Klamotten. Die kommen alle in die Waschmaschine. Das Handtuch auch? Hä? Woher kommt der Ball? Der kann auch mit rein. Das Gras auch, denke ich. Und der Schuh. Was machst du denn hier? Hey, du kannst da auch mit rein. Ja, yeah, alles ziemlich knapp. Und jetzt kommt das pinke Gummipulver dazu. Okay, bis später. Bin wieder da. Wow, meine Klamotten sind alle pink.
Das Pulver ist unglaublich. Schau mal, was es gemacht hat. Alles ist in verschiedenen Rosa- und Pink-Schattierungen. Hier ist der Ball. Sieht auch toll aus. Okay, und nun du. Komm schon, ich hol dich da raus. Sehe ich anders aus? Wie sehen meine Haare aus? Oh, meine Klamotten sehen voll süß aus. Wir sind beide voll süß. Dank dem Kaugummipulver. Okay, zurück zu den Kuchen. Lass uns ein Selfie machen, damit wir uns später daran erinnern können. Oh Mann, mein Kuchen sieht wirklich nicht lecker aus. Oh, und er riecht noch viel schlimmer. Hast du vielleicht Lust, Kuchen zu tauschen? Hey, was ist das? Es gibt noch einen Knopf. Es hat ein Fragezeichen drauf. Ich werde ihn testen. Wow, was zum Teufel ist hier los? Hm, ich bin draußen. Yes, jetzt muss ich mir meinen Kuchen nicht mehr ansehen. Verdammt, wo bin ich? Warum bin ich so angezogen? Wer bist du und wo ist meine Freundin? Naja, willkommen bei der Kuchendeko-Challenge dann halt. Los geht's. Ha, ich habe eine kleine Spritzpistole, was da wohl drin ist. Gelber Zuckerguss. Ich mache einfach einen Klecks auf jeden Marshmallow. Hey, willst du Kuchen tauschen? Gut. Hier, ich mache auch was davon auf deinen Kuchen. Wuhu, der hat sich total verändert. Ich probiere mal die Schlagsahne, die hier oben drauf ist. Hey, darf ich auch mal probieren? Na gut, dann eben nicht. Wie du willst. Oh, du hast ihn wieder in den fischigen Rahmen Algenkuchen verwandelt. Was? Und jetzt soll ich auch noch saure Gurken drauflegen? Wie bin ich überhaupt hier gelandet? Okay, dann mache ich das Glas auf und hole eine Gurke raus. Ich bin kein Fan von sauren Gurken, die riechen eklig. Ich denke, dann lege ich sie einfach mal so auf den Kuchen. Entschuldigt mich. Habt ihr diese Verbrecherin gesehen? Schau genau hin, du auch. Habt ihr sie gesehen? Sie wird gesucht. Oh nein, da ist die Gurke, die er sucht. Ich muss sie loswerden. Ah, das habe ich gesehen. Die Gurke entkommt immer wieder. Aber nicht dieses Mal, du kommst mit mir. Du auch, Kleine. Hier ist deine Strafe. Esst eure Kuchen. Ja, genau. Zeit für den Kuchen. Naja, okay. Machen wir das. Ich liebe Kuchen. Erst recht mit viel Zuckerguss und Schokosirup. Essiggurken und Algen gehören nicht auf einen Kuchen. Aber es ist noch so viel Kuchen da. Was ist denn da drüben los? Ausgezeichnet. Was für eine köstliche Challenge. Wer hat eurer Meinung nach die schönste Torte gemacht? Gina oder Jared? Votet unten in den Kommentaren. Teilt dieses Video auch gerne mit euren Freunden und falls noch nicht getan, abonniert unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses.